Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die Wellen energetischer Hilfe empfangen, die hereinkommen. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 7. Februar 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir wissen, wie herausfordernd es sein kann, in dieser Zeit auf dem Planeten Erde zu leben, und wir haben so viel Mitgefühl für euch alle, die ihr in dieser Zeit die Prüfungen und Drangsale des Lebens auf dem Planeten Erde durchlebt. Es gibt so viel Mitgefühl für die Menschen in der ganzen Galaxie und im Universum und so viele verschiedene Energiewellen, die aus verschiedenen Ecken dieses Universums kommen, und diese Wellen sollen helfen, euch durch die schwierigsten und herausforderndsten Zeiten eures Lebens zu tragen. Wir können nicht genug betonen, wie wichtig es ist, loszulassen und sich helfen zu lassen. Und wir betonen dies so sehr, nicht weil ihr unfähig seid, alles selbst zu tun, nicht weil wir wenig Vertrauen in die Menschheit haben, sondern wir bieten diese Lehre an, weil wir der Wahrheit folgen, dass ihr, wenn ihr von irgendeinem Wesen Hilfe erhaltet, diese Hilfe wirklich von euch selbst erhaltet. Es gibt viele verschiedene Betrachtungsweisen, die euch helfen werden, die Wahrheit dessen zu erkennen, was wir hier gerade gesagt haben. Zunächst einmal erschafft ihr eure Realität. Und das bedeutet, dass jede Hilfe, die ihr erhaltet, zu euch kommt, weil ihr sie erschaffen habt. Zweitens gibt es hier wirklich nur ein einziges Wesen. Wir sind alle nur die Quelle, die sich verkleidet und verschiedene Rollen spielt. Und so kommt jede Hilfe, die ihr erhaltet, buchstäblich von euch zu euch. Drittens geht es bei diesem Aufstiegsprozess nur um Integration, und einer der besten Wege für euch, vollständiger zu werden, besteht darin, mit einem anderen Aspekt von euch zusammenzuarbeiten, der getrennt zu sein scheint. Ihr seid dazu da, alle Teile und Stücke zusammenzubringen und euch selbst als Wesen der Quellenenergie zu erkennen. Ihr könntet nicht perfekter sein, wenn ihr die kommende Hilfe annehmt. Ihr könnt sie sogar als die Zukunft betrachten, in der ihr euch selbst helft, die ihr in der Gegenwart seid. Und habt ihr nicht alle irgendwann einmal darüber nachgedacht oder sogar daran mitgewirkt, einer Version von euch selbst zu helfen, die sozusagen in der Vergangenheit liegt? Das tut ihr, wenn ihr euer inneres Kind heilt. Ihr tut das, wenn ihr ein Trauma aus einem vergangenen Leben heilt. Ihr tut so viel für andere Aspekte von euch. Und warum solltet ihr also nicht die Hilfe der zukünftigen Versionen von euch erhalten, die da draußen sind? Und ihr seid überall, denn ihr seid alles. Wenn ihr euch so seht, wie ihr wirklich seid. Die Menschheit hat genug von der schweren Arbeit getan. Ihr habt genug davon getan, so zu leben, als ob ihr getrennt und nicht Teil eines allmächtigen, allwissenden Wesens seid. Es ist an der Zeit, dass ihr alle eure Werkzeuge ablegt, euch entspannt und die Hilfe hereinlasst, von der wir alle durch das Geben profitieren. Erinnert euch auch daran, wenn ihr empfangt, gebt ihr, und wenn ihr gebt, empfangt ihr. Wir sind der arcturianische Rat, und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape.
Vielen Dank für deinen Energieausgleich.